Ja, heute wieder im Podcast Social Selling in B2B. Wie aus den letzten Malen schon gewohnt als Live-Aufnahme in Clubhouse. Mit dabei heute die liebe Yvonne de Barck, Boost Your Video Performance, und der Klaus Hengstmann, LinkedIn-Marketing-Spezialist. Und vielleicht kommt gleich noch dazu der Stefan, der ist noch nicht zu sehen, aber wir erwarten ihn noch. Ja, und unser Thema heute, die größten Fehler auf LinkedIn. Und wir haben vorher mal so ein bisschen gesammelt auf WhatsApp zusammen und gesagt, komm, lass uns doch jeder mal 3 Fehler aufschreiben, so einen persönlichen und noch 2 andere. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal ein bisschen Ping-Pong gemeinsam. Was haltet ihr davon, dass wir immer mal abwechselnd die Fehler nennen? Und Yvonne, da du auf jeden Fall eine Endzeit heute hast, in circa 19 Minuten, würde ich sagen, bist du als erstes dran, dann kannst du auch als erstes nachher raus. Nenn doch mal einen deiner Fehler, die du hier in die Runde geben möchtest im Umgang mit LinkedIn. Ja, ich würde gerne mit meinem persönlichen Fehler anfangen, den ich gemacht habe. Und als ich den ausgebügelt hatte, ging es bei mir steil nach oben mit Kontakten, mit Anfragen, mit Leads. Und das ist, habe ich gedacht, okay, annehmen, ich klicke einfach auf Annehmen. Irgendwelche Anfragen, da klicke ich auf Annehmen. Ja, da kamen dann so ein paar rein am Tag und ich, ach Gott, was soll ich damit anfangen? Klick, 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 klick. Und irgendwann habe ich dann angefangen, die persönlich zurückzukontaktieren und persönlich anzuschreiben und zu fragen, was ist denn dein Begehr? Also so habe ich es natürlich nicht ausgedrückt, aber was verschafft mir die erquickende Ehre der Vernetzung? Und dadurch entstanden tatsächlich immer sehr, sehr fruchtbare Kontakte beiderseits. Also mein persönlicher Fehler, um es nochmal kurz zu machen, ist, ich trete in persönlichen Kontakt, wenn mich jemand anschreibt, um gleich mal rauszufinden, auf welcher Ebene wir uns da weiter unterhalten. Das ist mein persönlicher Fehler. Und ich gebe jetzt weiter an Klaus. Ich muss noch mal kurz nachfragen, Yvonne. Du meinst, der Fehler wäre, es nicht zu tun? Weil du ja sagtest, du machst das. Ja, ich habe gerade gehofft, dass es jemand nicht merkt, dass ich mich da verhasst habe in der Grammatikalik und der Sinngebung. Aber wie kann ich, Joachim, wie kann ich vermuten, dass du das überhörst? Aber danke für die Korrektur. Klaus, was ist dein persönlicher Fehler? Also mein persönlicher Fehler war, dass ich mich zu Beginn sehr stark habe verleiten lassen, immer nur auf die Likes bei Beiträgen zu achten und inwiefern sich mein persönlicher SSI bewegt, anstatt darauf zu achten, dass quasi der Dialog mit den Kontakten einfach wirklich da ist. Ja. Also ähnlich wie bei mir, ne? Oder? Persönlicher Kontakt vor Menge, also Qualität vor Quantität. Korrekt. Ja, zu stark Statistik getrieben. Ne? Ja, mein persönlicher Fehler ist auf jeden Fall, LinkedIn am Anfang unterschätzt zu haben. Beziehungsweise, ja, ich will jetzt nicht sagen, zu spät eingestiegen zu sein, aber wenn ich das heute rückblickend sehe, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, noch 1 oder 2 Jahre früher einzusteigen. Ich habe intensiver angefangen, damit zu arbeiten 2016. Jetzt werden vielleicht der eine oder andere sagen, oh, das ist ja schon 5 Jahre und überhaupt ja. Aber ich glaube, es wäre noch besser gewesen, noch früher einzusteigen, um dann noch einfach tiefer drin zu sein. Ich habe es zwar mittlerweile aufgeholt, denke ich, aber wie gesagt, in der Rückschau hätte ich vielleicht noch mehr bewegt, auch in den 1-2 Jahren davor. Kommen wir zu Fehlern, die ihr seht, bei anderen seht oder wo ihr sagt, Mensch, also das sollte man auf keinen Fall auch machen. Yvonne, dein erster Fehler, den du noch mit reinbringst, was man auch nicht machen sollte. Ich mag es nicht, in die Irre geführt zu werden, bewusst oder unbewusst. Wahrscheinlich ist es bei den meisten unbewusst, dass das Headerbild nicht zur Positionierung passt, dass da irgendwas Kuscheliges drauf ist und Herzchen und Blümchen, also ich übertreibe es jetzt natürlich, ich überspitze es jetzt, und dann ist es aber ist es eher ein Business-Kontext oder so. Also das Headerbild muss
zur Positionierung passen, weil ich bin ein stark visueller Mensch, wie viele, viele andere auch. Ich glaube, der visuelle Aspekt ist der, bei den meisten am besten ausgeprägt ist. Und dann möchte ich auch sofort getriggert werden. Ich möchte sofort wissen, bei wem ich bin, was mich erwartet, welches Geschmäckle mich erwartet. Also häufig die nicht klare Positionierung und Übertreibung von irgendetwas. Klaus, dein erster oder dein weiterer Fehler, den du bei anderen siehst? Das ist das Feld Kenntnisse und Fähigkeiten, wo man quasi im eigenen Profil Zuschreibungen machen kann, zu welchen Themen man sich positionieren möchte. Und viele nutzen dieses Feld gar nicht. Also sprich, da stehen vielleicht drei Begriffe drin und dann ist es gesperrt zur Bewertung. Oder es stehen nicht relevante Dinge drin, wie zum Beispiel, da steht dann drin Englisch und das gehört ja eigentlich bei den Sprachen unten mit hinzu. Warum ist das wichtig? Hier bei den Kenntnissen und Fähigkeiten geht es nicht darum, was man alles weiß, sondern da geht es dann darum, wie das Profil verschlagwortet ist. Und wenn das von drei Mitarbeitern aus dem eigenen Hause oder von anderen Mitgliedern bestätigt wird, dann wird dieser Begriff doppelt gewichtet. Und so vergibt man eine Möglichkeit für den Algorithmus, deutlich zu machen oder für andere Besucher, für welche Themen man steht. Ja, das beobachte ich tatsächlich auch sehr häufig, dass da gar nichts drin steht. Ne? Das ist ja ein Megatipp. Mensch, Klaus, jedes Mal nehme ich hier was mit. Das ist ja unfassbar. Danke. Mein Fehler, den ich immer wieder sehe bei Profilen, ist, dass eine Mischung aus Deutsch und Englisch in den Profilen ist. Also, dass im Profilslogan eine deutsche Position steht, dann ist oben auf dem Bild wieder was Englisches, im Infotext ist was Englisches, weiter unten im Werdegang ist dann wieder Deutsch. Also eine totale Vermischung von zwei oder noch mehr Sprachen, aber meistens die beiden, mit dem Blick dann, dass ich immer denke, Mensch, die haben doch eine fast rein deutsche Zielgruppe. Also gerade bei den Personen dann denke ich, warum haben sie denn überhaupt Englisch drin? Und wenn ich dann nachfrage, heißt es meistens, ja, LinkedIn ist doch ein internationales Netzwerk, da muss ich doch in Englisch auftreten. Und das ist zwar so, aber letztendlich sollte man es natürlich A, auf seine Zielgruppe bezogen ausrichten. Das heißt, wenn ich hauptsächlich mit deutsch sprechenden Kontakten zu tun habe, dann fülle ich mein Profil natürlich auch komplett in Deutsch aus. Oder ich nutze halt die Möglichkeit, die LinkedIn bietet, das Profil mehrsprachig anzulegen. Und das haben, glaube ich, viele einfach noch gar nicht entdeckt, dass man oben rechts in deinem Profil einfach sagen kann, ich lege das Profil in der zweiten, dritten, vierten, fünften Sprache an, weil dann jeder, der mit der entsprechenden Sprache auf das Profil kommt, auch die Sprache angezeigt bekommt im Profil, die dann seine ist. Das ist mein erster weiterer Fehler. Yvonne, dein zweiter. Mein dritter insgesamt, ich verwirr mich nicht. Mein Tipp ist immer, oder was mich stört, ist, wenn jemand heiraten will, ohne vorher zu kuscheln. Das widerstrebt meinen Werten. Ich will jemanden kennenlernen, ich will wissen, wer ist das? Ich will wissen, ticken wir ähnlich? Können wir uns gegenseitig was geben? Hat der was für mich? Kann ich dem was geben? Und so ins Gespräch kommen. Ich weiß, das ist anstrengend, aber es ist doch am Ende fruchtbarer, als gleich heiraten zu wollen. Also so nach der ersten, zweiten Nachricht dann, ach übrigens, und ich verkaufe. Die sind bei mir sofort raus, die schmeiße ich sofort weg. Das finde ich unmöglich. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Naja, es ist ja manchmal noch nicht mal nach der zweiten, dritten, sondern gleich die erste Nachricht ist ein kompletter Pitch. Ja. Ja, es wird eine Kontaktanfrage leer gestellt und dann ist es ein kompletter Pitch. Ich sehe es differenziert. Ich glaube, das, was sehr stark nervt, sind eben die so ein Gießkannenprinzip haben, beziehungsweise Produkte, die eben auf jeden passen. Also wenn das Ganze sehr gezielt gemacht wird, wenn ein Flottenmanager von einem großen Autohaus, wenn also ein Verkäufer von einem großen Autohaus einen Flottenmanager anspricht und sagt, hier, wir können Fahrzeuge in großen Mengen kurzfristig auch liefern, dann ist das sehr zielgerichtet. Ich glaube, dann ist der nicht genervt, weil es sein Job ist, genau solche Angebote einzuholen.
Wenn wir aber jetzt mal überzogen Nahrungsergänzungsmittel oder sonstiges bekommen oder diese leidige Frage, die ich schon bestimmt 50, 100 Mal gelesen habe, haben Sie noch freie Kapazitäten für weitere Kundenanfragen, dann ist es mega nervig. Ja, da bin ich bei dir. Klaus? Automatisierte Kontaktanfragen oder E-Mails, die keinerlei Bezug zum eigenen Profil haben. Woran erkenne ich die überhaupt? Die erkennt man. Also ich habe folgende Lösung gefunden, indem ich bei meinem Vornamen die immer mit Leerzeichen geschrieben habe. Und die meisten Automatisierungsprogramme sind nicht in der Lage, diesen Vornamen als einen Vornamen zusammenzufügen, sondern immer als einzelne Buchstaben. Und dadurch sehe ich sofort im Header schon, ob das eine Automatisierung ist, weil letztendlich möchte ich ja mit echten Kontakten, mit Personen im Dialog stehen und nicht mit einer Technologie. Ja. Das war aber noch nicht dein zweiter / dritter Fehler, also dein zweiter Fehler von anderen. Da hast du noch einen, ne? Korrekt, also da hätte ich dann auch noch mal einen, und zwar die Gruppen nicht zu nutzen oder zumindest die Gruppen falsch zu nutzen, weil sie ja immer eine Möglichkeit bieten, direkt mit einer Zielgruppe in den Dialog zu treten und nicht nur in der eigenen Blase derer zu festzustecken, die regelmäßig mit einem interagieren. Und Gruppen hatte, glaube ich, noch einen Vorteil. Du hast das schon zwei, dreimal erwähnt hier in unseren Talks, dass wenn man mit in Gruppen ist, dass man die anderen Mitglieder dann auch anschreiben kann, richtig? Korrekt. Ja, also macht es schon Sinn, da in Gruppen zu sein, wo Menschen sind, die einen interessieren. Mein dritter Fehler, den ich heute nennen möchte, ist, dass man nicht auf Kommentare oder Erwähnungen reagiert. Also das habe ich immer mal wieder, dass ich jemanden erwähne oder es ist jetzt ein bisschen gemischt. Also letztendlich, dass man nur Inhalte reinschmeißt und nicht selber aktiv ist. Das könnte die Headline sein. Und daraus erfolgt dann zum Beispiel, dass Menschen halt Beiträge schreiben, Statusmeldung schreiben, man schreibt Kommentare dazu und es wird nicht mehr auf diese Kommentare reagiert. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, muss ich jetzt auf jeden Kommentar reagieren? Nö, müssen muss man nichts. Aber wenn man es nicht macht, dann sinkt halt die Reichweite, weil LinkedIn sagt, wenn der Autor nicht reagiert auf Kommentare, dann spielen wir es halt auch nicht weiter aus. Dann spricht er ja nicht wirklich mit den Menschen, die mit ihm interagieren wollen. Und das schadet der Reichweite. Deswegen sieht man bei manchen eben auch, dass sie wirklich auf jeden Kommentar entsprechend auch dann zumindest sich bedanken oder kurz nochmal in die Diskussion gehen. Und Erwähnung, damit kann man auch sehr schnell Menschen entlarven, letztendlich, die LinkedIn nur zum Botschaften raussenden nutzen, aber ansonsten überhaupt nicht aktiv sind. Weil wenn man jemand erwähnt, ein, zweimal bei einem Thema, was wirklich für ihn interessant ist und er reagiert überhaupt nicht, dann ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass er LinkedIn halt nicht wirklich nutzt, also nicht wirklich da drauf ist und sich die Sachen anschaut. Also schaut auf das Glockensymbol, auf die Hinweise und reagiert halt wirklich auf Kommentare respektive auf Erwähnungen. Ja, schade, Stefan ist nicht mehr zu uns gestoßen. Insofern haben wir Ich habe tatsächlich noch einen, Joachim. Oh, okay, weil ich wollte es gerade sagen, ansonsten haben wir jetzt nämlich nur 9. Ich hatte ja 12 angeteasert am Anfang. Aber es war, glaube ich, schon eine ganze Menge dabei. Aber ergänze es gerne noch, Yvonne, ja. Die erste, wie sagt ihr da immer dazu, das, was direkt drunter steht in der Status oder Positionierung? Den Profilslogan meinst du? Ist. Ja, genau, danke. Wenn das unkonkret ist. Ich will wissen, was erwartet mich, was habe ich davon, wenn ich hier auf diesem Profil bin. Und Joachim, vielleicht kannst du nochmal deine drei Golden Nuggets raushauen, vier Fragen sind es, glaube ich, die man sich stellen muss, wenn man ein Profil erstellt, nämlich die, die sich der Besucher stellt und die sollte man beantworten. Ja, es ist, um nochmal kurz auf den Profilslogan zu kommen, tatsächlich so, dass der automatisch ausgefüllt wird, wenn man ein Profil erstmalig anlegt. Man hinterlegt halt seinen Werdegang, seine aktuelle Position und dann steht bei den meisten dann da drin Position bei Firmenname. Und ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, dass man das verändern kann und dass man was anderes reinschreiben kann. Das erlebe ich halt auch immer wieder in Seminaren, dass das, also 90% der Teilnehmer Position bei Firmenname. Damit wird aber in der Regel nicht die allererste Frage gestellt, die sich jeder, wenn er ein Profil aufruft, stellt: Bin ich hier richtig?
Und beobachtet euch einfach selber. Ihr wollt immer wissen, bin ich hier richtig? Ist das was für mich? Brauche ich das in irgendeiner Form? Und diese Frage sollte man so schnell wie möglich und so früh wie möglich beantworten und bestenfalls tatsächlich schon direkt im Profilslogan. Die zweite Frage ist dann, gibt es hier eine Lösung für mich? Also was wird hier angeboten, aber ist das auch etwas, was ein Problem von mir löst? Das könnte man mit einem Text auf dem Bild oben lösen oder die Frage beantworten. Vielleicht auch schon im Profilslogan oder letztendlich dann im Infofeld. Die dritte und vierte, wobei da ist die Reihenfolge dann fließend, ist immer die Frage, kann ich dem oder der vertrauen? Das ist natürlich immer so eine Sache, ja, was soll man da reinschreiben? Ja, Sie können mir vertrauen. Das könnte man über Empfehlungen unten zum Beispiel gut beantworten, wenn man Empfehlungen in seinem Profil hat und ein paar mehr vielleicht auch hat. Dann ist da der Vertrauensaufbau oder wenn derjenige eben vielleicht gemeinsame Kontakte sieht, also wenn man das Netzwerk entsprechend erweitert, auch da entsteht etwas. Und die vierte Frage ist dann, hat der oder diejenige Erfahrung oder hat das Unternehmen Erfahrung? Und das kann man natürlich gut im Infofeld transportieren. Ja, mit unserer Erfahrung aus 30 Jahren so und so oder seit 20 Jahren mache ich das und das. Ja, das kann man tatsächlich selber ja reinschreiben, über welchen Erfahrungswert man verfügt. Ja, und das sind die vier Fragen, die du gerade meintest, Yvonne, die man sich immer stellen sollte, wenn man sein eigenes Profil betrachtet. Sind diese Fragen beantwortet? Denn das sind die Fragen, die sich die meisten auf den Profilen, wenn auch unbewusst, auf jeden Fall auch stellen. Also es geht ja keiner auf ein Profil und hat da seine Frageliste. Also erste Frage, zweite, dritte, vierte. Ja, aber unbewusst wollen wir diese Dinge halt auf jeden Fall gelesen haben. Yvonne, vielen Dank nochmal für den Einwurf. Und dann schließe ich jetzt hier auch den Podcast und beende diesen Teil, die 12 respektive 10 Fehler oder Tipps, die wir hier geben. Das Thema kam beim letzten Mal auf, der Wunsch, ja, was kann man oder was sind so die größten Fehler, die man machen kann. Ja, das haben wir hier mal so ein bisschen reingebracht. Das waren sicherlich nicht alle, auf gar keinen Fall, aber es waren so von uns mal die, die uns immer wieder aufgefallen sind und deswegen haben wir die hier entsprechend aufgelistet. Also, hört wieder rein und folgt auf jeden Fall der Yvonne Bark, dem Klaus Hengstmann und auch dem Stefan Heinrich. Und wenn ihr die Podcast-Aufnahme das auch mal live erleben wollt, dann kommt auf Clubhouse immer mittwochs 7:55 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.